Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Siadia, ich grüße dich. Die Frage ist, kannst du diese Immobilien verkaufen? Läuft das alles gut? Und wann? Und das klären wir bei dieser Legung. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft oder beschreibt die aktuelle Situation, die Hauptthematik. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Jetzt kannst du die Frage stellen, was sagt dein Gefühl dazu? Dieser Mann mit seiner Haltung zeigt nach innen schauen und abwarten. Es ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Die oberen zwei Kelchen zeigen die Verbindung und das kann dieser Kaufvertrag sein. Die Zahl 5 hat auch eine Bedeutung. Einflüsse von außen. Vielleicht nicht im Gegenwart, aber das wird noch kommen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Eremit zeigt Zurückhaltung. Entweder sollst du noch warten mit diesem Vertrag oder die anderen lassen noch Zeit. Kann natürlich auch bedeuten, es ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die Münzen und das bedeutet Geld, beschreibt die Finanzierung. Und hier sollte man etwas ausgleichen, ausbalancieren. Momentan, so wie dieser junge Mann zeigt auch, steht in ein Fuß und das ist instabil. Hier ist noch Klärungsbedarf, wobei die Zahl 2 deutet auf einen Vertrag hin. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir einen König und dieser König beherrscht die Feuerelement. In seiner Hand ist dieser Stab und bedeutet Handlungen. Es wird diesen Vertrag unterschreiben. Es klappt alles, aber nicht im Gegenwart, sondern wenn das warm ist, so wie dieses Feuerelement zeigt. Das könnte Frühlingsbeginn sein, aber ich würde sagen, das wird im Sommermonaten sein. Auf jeden Fall kommt es in Bewegung, bekommst du Unterstützung, ihr werdet das beherrschen. Worauf achten sollst, das ist der Zeitpunkt und die Finanzierung. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die Kelchen und das symbolisiert Gefühle. Hör auf dein Gefühl. Die Zahl 3 bedeutet noch Einflüsse von außen. Jemand beeinflusst noch die Geschehen, nicht im negativen Sinne, weil hier kommt eine tanzende, fließende Bewegung, kommt diese Leichtigkeit. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte hat mehrere Bedeutungen. Wir sehen hier 10 Münzen. Du wirst dieses Geld bekommen, was du wünschst. Außerdem die Zahl 10 bedeutet eine neue Phase, ein Neubeginn. Und die Münzen sind hier geordnet. Und das werdet ihr auch tun. Außerdem, die Münzen symbolisieren die Erde-Element
und das bedeutet die Taten, die Realität. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Sehr interessant. Dieses Bild symbolisiert die Schicksal. Das ist ein Rad, der Schicksalsrad. Und das dreht sich immer in die Richtung, wo wir hinschauen, wo wir die Aufmerksamkeit lenken. Es ist Energie und diese Energie manifestiert sich. Es gelingt, diese Immobilie zu verkaufen, so wie du das wünschst, so wie du das vorstellst. Allerdings wirkt auf dein Leben, weil hier kommen schicksalhafte Entscheidungen, vielleicht sogar schicksalhafte Begegnungen. Und von diesem Zeitpunkt ändert sich etwas in dein Schicksal. Und jetzt noch eine Seelenbotschaft. Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir. Genieße es und feiere das Leben. Das war die Seelenbotschaft. Liebe Siadia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.